And now we're going to see another great set from Constantine and Moxey. More like Little Boxy, am I right? The Mewtwo mains, they went extinct after the great shining of 20XX. Oh. Why does Falcon look so slow here? He's still got the advantage state going, but can't finish the edge guard. And now it's Maxi's turn. Building pressure. Oh, that side B wasn't supposed to. Oh, and he's trying to get the ledge, but Maxi is there first. Little Fruzy is Dennis, wow. Great framing. Makes it come on. Good announcement, okay. Alright, I'm gonna keep going. Maxi still on his first hit. But he has to save him, but he couldn't just stay on the ledge. Why didn't you just save him? That would have been the sickest duck. That was so good. The late neutral air to double jump shine, and then he saved him, but he could have stage shot him. Oh! Countering the down air with an up tilt, and then killing off it. That's ballsy. Let's fucking go, Maxi. Game's rigged. Plot armor. Oh, that's Summer is here as the patio. That's why we have installed plot armor mods whenever there's a green Falcon on screen. Ey, das ist doch wichtig. Ja, da. Das Infektion ist gut. Soll es nicht ein Bild sein? Achso, okay. Oh wait, I didn't look. No, er hat also noch was on his last stock. Oh shit. I'm a great commentator, you guys. Kannst du auch Deutsch sprechen? Nah. Sprich Deutsch. Sprich Deutsche Huren so. Sprechen Sie Englisch, you son of a bitch. Oh shit. Keeping the combo going, finishing with an up smash that almost kills to the side. Oh, but he can't finish the edge guard because the back air phantoms. Endlich bricht das einmal aus. And Constantine on the reverse. We're trying to go international here. We have like 1,000 viewers or something, guys. Oh, he could have just stood there and taken it, and he would have been dead. Doesn't it know that? Okay, he's saying, fuck that, I'm finishing it myself. Hit the up smash. We've taken game one. Counter pick to Battlefield. Interesting. Game 2 out of 5. Das ist der Link zu Sprich Deutsche und so, nehme ich an. Oh ja, okay. Andreas. Richtiger deutscher YouTube-Channel. Oh, can't finish the combo because he misses the fast fall. Oh. Nice read, would have killed, but Maxi doesn't roll outwards. He rolls inwards. He saves the skin part. Oh, interesting. Half charged F smash. Gets him out with disadvantage state. The down B out of corner, also a great move. Neutral air into the corner. Oh, the tech chase. He's just standing there. He could have. Oh, what? That was the weirdest up air angle. And with that, he takes the first stock. Down throw. He's mad about that. Rightfully so. That's aggravating. Maxi just spamming up smash. Why even? I guess the combos maybe. Oh, that shine! Dash dance grab, that was sick. Maxi's so fast. So optimal. Sometimes. Oh, but the random knee. Catches Maxi's dash dance. Kills him for it. Maxi with a neutral. But Kanti with the greatest knee of all time. Catches his double jump. Fox cannot recover from Battlefield from down there. Constantine Hadatsuzama here with a big advantage. Oh, again. You can just let him die for that little Fruzy, don't you know that? Just stand there and take the side B. This is an ultimate, dude. Oh, nice. On the. Ooh, those returning up airs are all connecting, that's sick. Up air,
Star. Oh, the reverse. Oh, they got up attack. And stun? No? Oh. Maxi's so good at delaying his recovery. He did that against me all the time. That was infuriating. He can't be edgeguarded because he knows exactly when he can double jump and still get back to the ledge. And that's so hard to edgeguard. Maxi says, I'm not done yet. I'm not done yet. Steht's ja etwa 1-0 für Maxi. I'm not done yet, yeah. And he's coming back this game. I see. Können ja ein Deutscher in Englisch machen. Dann haben wir alle was gehört. Oh, funktioniert das? Due to air into the corner. Oh, yeah, the angles always on the box. Okay, Clip There's Command is back up, guys. Aber am besten Clip mit großen C's rein. Okay. Ja, Mann. What? Da kommt Banger. Da kommt das Banger-Emote von meinem Kanal. Sick. Schaut das an Julia. Oh, und das ist das 1-1. That's gonna be the game. That's gonna be the game, guys. That's the one. Maxi was on his way coming back, dude. Yeah, he's got all the momentum on his side, right? He was down 3 stocks to 1. Oh. And then I hit all the right notes. Oh my god. I mean, that's a lot of momentum for Maxi. Konstantin gimmed him at 0 by kneeing him below the battlefield at 1 point. Okay. Hello? Okay, good. 3-0 für dich? Ja. 3-0 war es knapp, würde ich eins. Stomp nie. Dieser Tage könnten wir Stomp nie fast als einen Konsti Classic bezeichnen. Ich spiele immer eine Friendly. Oh, ich kann hier Bubble-Jubiläum. Oh, könnte das ein Gimp werden? Nein, okay, Konsti kriegt das Edge gerade nicht. Aber Tech Chase, ja, aber Chase nicht den Tech, sondern Readed. Schöne Nair, aber Konsti geht weiser an die Ledge. Clever von ihm. Und ja, es wird inmitten der Stage gedasht, denn so das Gute bei Falken. Oh mein Gott, die DI. Ach, Herr Jemine. Das Gute bei Falken ist, dass sein Dash-Dance halt auch, was so Aerials angeht, super ambiguous ist. Er kann halt aus dem Dash-Dance short hoppen und ist halt auf der anderen Seite der Stage, wenn er Full Dash hat. So ist wirklich, wirklich schwer für Maxi da. Oh, schön, schöne Conversion. Schwer für Maxi da einen guten Read auf sein Movement zu bekommen im Neutral. Das ist halt bei der Stage noch schlimmer als auf allen anderen Stages, weil es halt auch die längste Stage im Spiel ist. Das gibt halt Falken, also nicht, dass die Stage gut für Falken in einem Matchup wäre, aber das ist wenigstens was auf anderen Stages nicht hat, seinen Dash-Dance besser utilizen. Und da sehen wir ihn, er drängt Maxi immer weiter zurück in die Corner, weil Maxi überhaupt nicht weiß, wohin Konsti als nächstes gehen will. Und oh, an der Kante vorbei, bisschen Schiss, ein bisschen Schisschen. Ja, okay, oh, Maxi hatte noch wirklich einen Millimeter der Stage. Und es hat gereicht. Oh, der geht für den Straight Angle, das könnte das Edge Guard sein. Oh, wow. Mit der Get Up Attack. Okay, ja, geht für die Up-Air, hält ihn im Juggle. Und die hat keinen. Hat schon noch einen Juggle. Schau das an, Juggle. Oh, wow. Das war der beste verkackte Ledge Dash aller Zeiten. Maxi mit einer Rolle in die Center Stage, aber wie gesagt, Konsti ist gleich da, er ist direkt hinter ihm, so. Er ist ihm auf den Fersen. Oh, den Storm ganz knapp verpasst, wäre vielleicht nie geworden, vielleicht auch nicht, wir kennen Konsti. Ah, und Maxi geht nicht für eine Dash Attack, die wahrscheinlich das hätte covern können, sondern geht für eine Back Air und die natürlich sehr viel präziseres Timing erfordert als die Dash Attack. Maxi vertraut einfach auf sein Gegrinde. Das könnte aber das Edge Guard sein. Oh, schöner Tag. Auf seine Tastatur. Ja, Mann. Und das ist eine Abwehr und das ist der Kill. Okay. 1-1, genau wie im letzten Game, aber Maxi deutlich hinten auf jeden Fall. 100%, da könnte ja im Prinzip jede Area sein Ende sein. Zum Beispiel diese Nair. Und, okay, er geht für das Edge Guard ab. Das hätte ein Shinespike werden können. Und das könnte immer noch einer werden. Oh, und Konsti mit dem Driftback. Nicht schlecht, nicht schlecht. Und jetzt, ja, guter Engel zur Ledge auf jeden Fall. Kriegt den Ledge schnell. Oh mein Gott, Maxi mit einem nicen Opening auf jeden Fall. Aber er konnte es nicht weiter verwandeln. Und Konsti kriegt den Dash nicht aus dem Throw. Oh no. Ja. Maxi spendet jetzt nur noch mehr als im Mutual. Er weiß, Konsti hasst das, wenn das passiert. Oh, er wollte Tomahawken, aber Konsti hat zuerst gegrabt und mit einer Up-Air ist es natürlich nicht. Hervorragende DI von Maxi. Straight! Und das müsste dann. Das müsste sein, würde ich sagen, aber das ist es für Maxi und er holt das Game zurück. Jesus Maria. Okay, Alter. Das ist das 2-1 für Maxi. Konsti nicht glücklich über was hier passiert. Niki
auch, weiß nicht, ob erfreut oder nicht erfreut, aber mit einem Ausdruck der Schockierung hier im Chat. Schaut das an Niki. Welcher? Der. Im Chat. Niki mit ihm. Genau. Achso, auf den Bots ist der Chat nicht true. Aber bei Niki mit Y würde ich wahrscheinlich Anni sagen. Oh, ärgerlich für Maxi. So willst du natürlich nicht sterben, aber Konzi wieder mit dem Lied zum dritten Mal in Folge. Oder hat im ersten Game auch so ein langes Lied? Nee, im ersten Game hat Maxi den Lied gehabt und auch nach Hause gefahren, ne? Ah, kriegt den Tag Chase und es reicht! Es reicht! Und wir sind totgleich. Der identische Stefano. Aggressiver Rejump, aber Maxi wird nicht zu hart gepunished. Dafür kommt zurück, kriegt zwei Upsmashes und die Prozente sind ausgeglichen. Upsmash, ich glaube, was macht das? 18% oder so? Also, es ist wirklich verrückt. Oh, Konati Smash! Oh, und das ist das Edgeguard, das muss es doch sein. Ja, und tried and true Consti Edgeguard schön mit dem Backass outwallen und das ist es dann. Den Stock hat er sich sehr, sehr sauber runtergeholt. Es ist wirklich echt Banane, es ist wirklich 2-1 für Maxi, ja. Maxi hat das erste gewonnen auf Battlefield, dann hat er auf Battlefield verloren, Runback, ne? Und dann hat er auf FD gewonnen und jetzt sind wir hier auf Dreamland. Und das könnte ein weiterer Stock sein. Oh! Maxi will ihn natürlich nicht anzünden, natürlich, und dann macht er es doch. Das hätte ein Stocktrade sein können, aber Maxi hat, ich weiß nicht, ob er seine Chancen da gesehen hat, zerlöscht zu kommen, weil ich habe sie nicht gesehen. Und das ist mit der Box geht's anders. Okay, ja, mit der Box ein anderes Level einfach. Er klippt durch die Stage oder sowas und kommt aus dem kleinen Teich da vorne wieder raus. Ganz vorne irgendwo auf der Z-Achse. Irgendwo ist ein Pixel, dass man durchkommen kann. ja, sehr gewagt, der Upsmash hier, aber Maxi wird nicht gepunished dafür. Konzi irgendwie nicht so richtig sauber mit seinem Corner-Pressure, habe ich das Gefühl. Er ist viel besser, wenn er sozusagen das Momentum von der Center Stage aus bestimmen kann. Und das ist nicht der Stock, stattdessen ist der Stock für Konzi. Es steht 1-1 im Stock. Das ist Winner Stock? Nach wie vor totgleich Winner Stock für Konzi allerdings. Ja, Maxi ein Game vorne. Und Konzi nicht sehr glücklich über die Ereignisse hier, kann ich verstehen, würde mir auch nicht gefallen. Aber so ist es manchmal. Maxi natürlich. Mit den Nairs. Genau wie im letzten Game, wieder mit den Nairs. Auf einem Nonstop-Grind auch. Deswegen, wir gönnen natürlich den Grind in den Homies. Oh, er hat es fast geschafft. Das könnte sein. Oh, Konzi kriegt es. Oh, das ist der Schaltbein. Oh mein Gott. Wie ärgerlich für Konzi. Das Ende ist natürlich wirklich nicht, was er sehen wollte. Aber ja. Maxi im Winners Final.